Ja, Freunde, gerade jetzt im Winter finde ich die Verbrauchswerte sehr interessant, weil wir auch, ja, es ist relativ kalt draußen. Und da möchte man auch wissen, welchen Vorteil oder welche Verbräuche hat denn eigentlich Toyota mit seinen Hybridmotoren? So, ne, hier sprechen wir von Toyota Auris Hybrid, 136 PS, 1,8er Maschine. Nichts Spektakuläres. Ja. Schauen wir mal auf den Verbrauch. Entfernung zwischen 7 und 8 Kilometer bin ich jetzt gefahren. Ne? Wichtig, man achte auf die Temperatur. 2 Grad Celsius, wo ich losgefahren bin, stand auch 2 Grad Celsius. Also da gab es keine Schwankung. Und ich denke mal, bei einem Kaltstart und 7, 8 Kilometer, also noch relative Kurzstrecke. 40% Stadt würde ich sagen und 60% Landstraße. Ja, knapp 5 Liter. Finde ich, muss ich sagen, absolut in Ordnung. Wobei, man muss auch ehrlich sagen, also das ist schon ein recht guter Wert. Ich sehe aber auch immer wieder, das sind so Werte, man zeigt ja auch nicht alle Werte, man kann ja auch gar nicht alle Werte filmen. Ne? Aber es gibt auch Werte, da steht auch da schon mal 7 Liter. Ne? Also gerade jetzt bei der Kälte, ne? Das der Kurzstrecke. Kommt man auch ganz, ganz schnell auf deutlich höhere Werte auch. Das muss man auch ganz klar sagen und ganz ehrlich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass das hier so irgendwie das Maximum ist oder so. Im Durchschnitt habe ich jetzt auf mehrere tausend Kilometer, ja, das hat man schon gesehen, 5 Liter. Das ist so mein Durchschnitt jetzt im, ja, also die letzten, weiß ich nicht, 2, 3 Monate. Finde ich auch in Ordnung. Finde ich absolut in Ordnung. Habe schon ein paar Videos erwähnt, also das wird wahrscheinlich noch im Winter, wenn wirklich ja gekratzt werden muss und und. Dann kommen wir auch auf 5,5, schätze ich mal, 5,7. So war es auf jeden Fall letztes Jahr. Aber im Großen und Ganzen finde ich das wirklich absolut ja, akzeptable Werte, mit denen man sehr, sehr gut leben kann, gerade bei den Außentemperaturen. Auch jetzt, ne, also das Auto ist eigentlich noch an, ne, es ist jetzt nicht aus. Aber dadurch, dass die Batterie auch recht voll ist, also ich bin gerade angekommen, die Batterie ist voll, ne? Und dadurch muss natürlich auch der Motor nicht laufen, ne? Also das Auto, also der Motor, der Benziner läuft jetzt nicht. Bei jedem anderen normalen Verbrenner würde quasi der Motor jetzt wahrscheinlich laufen. Ja, stimmt auch so nicht, ne? Also ich sag mal, diese Start-Stopp-Automatik, die haben, da läuft der Motor dann auch nicht. Ja, Freunde, kurzes Video. Einmal die Verbrauchswerte festhalten, wo liegt man so und ja, ich hoffe, ich konnte damit den einen oder anderen weiterhelfen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, danke für Abos und Likes.